Teil vom, also vom ersten Let's Play Teil vom LS17 Oldtimer Projekt. Jetzt will ich nur noch schauen, wenn ich den blöden Wagen habe. Stimmt, das habe ich ja dort hinten. Tut mir leid, wenn ich jetzt das letzte Mal nicht gesagt habe, aber ja, schon das erste Teil, schon das erste Teil vom Let's Play. Und fast jeden Teil haben wir irgendeine andere Arbeit gemacht. Zuerst irgendwie das Gras zusammengenommen. Also zuerst Gras abgehauen. Einmal gekehrt, zweimal kur, also einmal. Und beim Abladen würde ich vielleicht. Vielleicht würde ich mir dann noch einen anderen Traktor schnell holen. Also wie gesagt, wenn es größere sind, also bei größeren Sachen, bis jetzt, wenn ich hier mit Mais ansehe, hier mit Mais hexen, würde ich natürlich dann beim Abladen, würde ich natürlich einen zweiten Traktor holen, dass ich dann mit dem zweiten Traktor eher aufladen kann. Also weil ich es nicht abladen kann. Das ist schon eng hier. Wird sogar gehen. Ja, sieht so aus. Ui, komm, komm. Ja. Das ist schon recht heikel, das gebe ich zu. Ja, okay, passt. Wie gesagt, wenn ich den Rest nicht kriege, muss ich dann mit dem Ladewagen aufladen. War glaube ich eine bisschen doofe Idee hier. Ich glaube ab sofort machen wir das Land hier nur noch mit Ladewagen. Aber wie gesagt, man muss es immer ausprobieren und so. Ja, wie gesagt, mir macht das Spaß. Also ich bin wirklich, wie gesagt, ich habe immer nur große Maschinen, immer so die fetten, schweren Maschinen, wie zum Beispiel der Big Boost oder den Ding. Ich habe immer nur solche Maschinen gefahren. Das heißt, versteht ihr, ich meine, jedes Mal fahre ich irgendwie mit so riesen, fetten Maschinen rum und das war jetzt noch. So, nochmal auspacken hier. Dann muss ich halt sonst meine Narrator holen gerade, wenn ich das habe. So. Ja, sonst fahre ich immer so mit diesen großen, schweren Maschinen rum. Immer so irgendwie der Big Boost oder so riesen Mähdrescher, immer die großen Mähdrescher, immer die größten Traktoren. Und das ist, wie gesagt, das ist hier jetzt so das Oldtimer-Projekt. Sollte mir einfach auch zeigen, dass man auch die kleinen Maschinen benutzen kann. Also auch euch. Also nicht immer, dass man so mit so kleinen Karten hier immer die großen, fetten Maschinen benutzt und dann hier geht. Also muss man schon schauen, dass man auch die richtigen Maschinen benutzt.
Also beispielsweise, man kann jetzt nicht das MF-Pack in der Ford Mustang Map benutzen. Das kann schon, aber wenn wir eher sagen, dann wär's ein Idiot. Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss, aber dann wär's ein Idiot. Ehrlich gesagt, dann wärst du wirklich ein Idiot. Ja. Man kann ja auch hier nicht so mit einem riesen Big Boost Traktor hier durchfahren und behaupten, man hat überall Platz drin. Das geht ja auch nicht. Also, dann weiß ich nicht, dann läuft das was Falsches. Wie gesagt, jetzt, ja, und so gesagt. Und hier das, den Wagen hier, den MF-Wagen, wenn ich hier hinten an dem Hexer habe, der ist eigentlich nur für Mais- und Grashexer gedacht, weil ich mir gedacht habe, so, ey, warum benutzt du nicht den als, also für so Wagenzeug? So, hier abschalten, probieren hier wieder mal meine berühmte, ja, okay, weiß andersrum. Weil ich hier gedacht habe, komm, ey, ich dachte so, ey, dann kannst du den Wagen als Hexer gut benutzen, weil ich dachte so, was bringt dir das, wenn du hier nur immer nur mit diesen großen, was kennt ihr sicher denn, diese Hexer hier, da fährst du wirklich, da kannst du denen alles anhängen, da kannst du unterschiedliche Maschinen anhängen, da kannst du Gras aufladen, Mais häckseln und da mit diesen kleinen kannst du wirklich, musst du wirklich überlegen. So, Ippe, ach, das ist immer das kleine Rumgegurke hier. Na gut. Keiner hat ich nachher den Rest. Und die, wie gesagt, die zwei Blauen sind eigentlich nur für das gedacht, für das Ding. Klar, könnte ich mir jetzt auch einen Häckselwagen kaufen. Also bis gleich. Ja, wir sind jetzt hier zurück. Machen ja noch fertig. Ups, jetzt habe ich noch was vergessen. Ich muss den Auto gerade aufladen, noch schnell. Ah ja, weiß nicht, ob ihr das schon die meisten wussten. Man kann auch übrigens den PlayStation 4 Joystick an überall, also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Nokia Windows Phone habt, weiß nicht, ob ihr eins besitzt oder nicht. Dann kann man dann übrigens den Joystick anschließen, also den PS4-Joystick. Oder jeden anderen Ding auch, wenn ihr einen USB-Stick-Adapter habt. Zum Beispiel, ihr seid schon fertig mit Spielen oder so. Und der Akku ist jetzt, also der Joystick ist jetzt zum Beispiel leer. Also gar knapp leer und ihr wollt gerade spielen. Also fertig mit Spielen. Könnt ihr einen an der USB-Stick, also normalen USB-Stick-Adapter anschließen und das auffüllen. Oder wenn ihr eine PS Vita habt, könnt ihr die auch an der PS Vita Ding anhängen. Könnt ihr auch da in eine PS Vita Akkuladergerät anschließen. So, sollten wir das auch noch hier auf. Aber dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. So.
So, die letzte Bahn, na, da schauen wir noch den kurz, wie saß ich mit dem Mähdrescher. Na, wie gesagt, jetzt die ersten paar sechs Teile werden jetzt halt so eingestellt sein, halt sind ihr, also Gras abhauen. Aber das werdet ihr dann auch, werdet ihr dann schon gewusst haben. Also. Wenn ihr das bisher gesehen habt, dann wisst ihr es ja schon. Aber ich nehme mich wundern, ob man mit diesem Maschinenchen nicht auch kein Stroh aufladen kann. Das macht der Drescher. Jetzt baut der Drescher wieder nur Scheiße, Mann. Also Freunde, die Zeit ist wieder rum. Ja. Könnt mir sehr gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Bitte gebt einen Daumen nach oben. Abonnieren, wie gesagt, nicht vergessen bitte. Ja. Ja, und dann halt, schaut auf meinen Kanal vorbei und so. Also.